Nur eine Woche nach seinem Transfer nach Frankreich ist Ex-Fußballweltmeister Jérôme Boateng zwangsweise in seine ehemalige Heimat München zurückgekehrt. Der 33-Jährige muss sich vor dem Amtsgericht verantworten und der Verdacht wiegt schwer. Die Staatsanwaltschaft wirft Herrn Boateng in ihrer Anklageschrift vor, eine gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und eine weitere einfache Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung. Da geht es um einen Vorfall aus einem gemeinsamen Urlaub mit seiner Lebensgefährtin aus dem Juli 2018. Aus der Anklage geht hervor, dass Boateng die Frau geschlagen, geboxt, gebissen und zu Boden geschleudert haben soll. Außerdem habe er eine Glaslaterne nach ihr geworfen. Boateng wies die Vorwürfe vor dem Amtsgericht zurück. Seine Ex-Lebensgefährtin sei damals aggressiv und beleidigend geworden. Im Streit habe sie auf ihn eingeschlagen. Als er sie von sich habe wegschieben wollen, sei die Frau gestürzt. Boateng hat seit 2011 für den deutschen Rekordmeister Bayern München gekickt. Sein gutes Image geriet dort allerdings nicht nur wegen des Prozesses ins Zwielicht. Zu Jahresbeginn beging seine Ex-Freundin Kasia Lehnhardt Selbstmord. Zuvor hatte Boateng gegenüber der Bild gesagt, Lehnhardt habe ihn erpresst.